Und damit herzlich willkommen zurück, nein, nicht zurück, aber zum letzten Letztest des Monats Oktober. Unmechanical Extended. Sieht aus wie ein Rätselspiel mal wieder. Und ich mag ja Rätselspiele sehr, mir gefällt sowas. Nur bin ich gespannt, was da so Innovatives ist. Weil Rätselspiele sollen ja was Innovatives haben und nicht mal dasselbe, sonst ist es ja langweilig. Aber bevor ich anfange und die Leute, die anderen Parts nicht gesehen haben vom Let's Test, Super Meat Boy und Broken Age, ich werde mit den Let's Tests dann aufhören, ab diesem Monat. Wenn es mal irgendwann, nächstes Jahr oder so, wenn ich irgendwann mal wieder Zeit habe für Let's Tests, kann ich die gerne machen. Nur ich habe überlegt, Let's Enjoys kommen immer noch sonntags, aber Let's Tests halt nicht mehr. Und ich habe mir überlegt, da es so viel kommt, kann ich Let's Tests nicht auch noch machen. Da ich sonntags immer so ein Format-Ding mache und dann am Anfang des Monats kaum Zeit habe, weil da vielleicht wieder was Neues rauskommt. Ich meine, nächsten Monat kommt Fallout 4 zum Beispiel raus und Black Ops 3. Und das ist ja relativ zu Anfang und davor möchte ich dann noch so gesehen ein bisschen, ne, meine Ruhe haben von Let's Tests und alles. Vor allem, weil ich die dann wieder runterladen muss und das dauert und naja. Deswegen werde ich ab diesem Let's Test wieder jetzt hier aufhören mit Let's Tests. Aber Enjoy Games kommen weiter. Das wisst ihr ja. Und wir pressen jetzt mal die Optionstaste. Und werden mal den Sound ein bisschen runterstellen. Die Brightness. Oh, man kann es auf ganz. Oh, nee. Wir spielen es mal so. Ohne Vibration, bitte. Ich mag Vibrationen gar nicht. Extended, the new episode. Nee, wir nehmen mal ein New Game. Bin gespannt. Vielleicht ist es ja besser als Broken Age, weil Broken Age hat mir ja nicht ganz so gefallen für die, die es gesehen haben. Super Meat Boy ist bisher mein Favorit. Ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Oh, die Grafik ist. Ah ja, okay, gut. Interessant. Interessant, sage ich jetzt mal. Okay, können wir das überspringen? Story ist jetzt nicht wichtig. Wir wollten 15 Minuten lang eigentlich Gameplay haben, oder besser gesagt, mindestens 10 Minuten lang. Oh. Es sieht nicht aus wie ein. Dreieck? Oh, cool. Die Grafik ist doch relativ hübsch. Okay, interessantes Spiel. Nein, 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 nein. Mein Stein. Kann ich auch nach unten? Nee, kann ich nicht. Boah, das war ja unheimlich. Ich hasse Wasser. Okay, die Musik, interessant. Fliegen wir einfach mal so ein bisschen hier rum. Oh, kann ich auch das hier anheben? Nein, geht nicht. So, hau mal ab hier. Jawohl, jetzt kann ich ja durch. Nee, durchgequetscht. Oh, da oben war was. Oh, schon wieder was. Mensch. Oh, was ist denn da hinten? Das sieht aus wie so ein. Ei, was mit Glühwürmchen irgendwie, keine Ahnung. Irgendwas Besonderes auf jeden Fall. Oh, kann man das hier unten auch wegmachen? Ja, das geht. Nein. So. Das da unten sieht interessant aus. Es scheint mir wie ein Exploration-Game. Also ein Erkundungsspiel. Bestimmt kommen noch Rätsel. Okay, einfach gegen. Fliegen ist jetzt nicht so das Schwierige. Was auch immer das Grüne gerade war. Ich denke, wenn man Sachen dabei hat, wie zum Beispiel diesen Stein, kann man den nicht mitnehmen. Okay, das war auch nicht so schwer. Ist aber ein sehr interessantes Spiel, muss man sagen. Es hat was. Was muss ich denn jetzt hier machen? Der Ding ja auf, oder was? Tatsache, es geht. Los, jetzt hier so. Und rein da. Oh, cool. Mit so einem Durchblick quasi. Autsch. Ein Glück habe ich keine Lebensanzeige. So. Wo bin ich denn jetzt? Was ist das? Oh.
Moment mal. Das muss da irgendwie rein, oder was? Okay, verstehe ich nicht ganz. Okay, also irgendwas muss ich machen. Ich nehme mal die Steine hier mit. Ah, ich habe die Idee. Warte mal. Das hier vorsetzen. So. Jetzt haben wir die Kugel und jetzt können wir damit doch bestimmt irgendwas machen, oder? Nee. Irgendwas können wir mit der Kugel machen. Es kann nicht sein, dass wir mit der nichts machen können. Oder sollen wir die nach oben mitnehmen? Ich habe keine Ahnung. Sollen wir die echt nach oben mitnehmen? Ah, ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht, aber falls doch, dann ist es ja ganz in Ordnung, dass wir zurückfliegen. Wie gesagt, ich denke nicht. Das wäre ein bisschen dumm. Nee, weiter zurück auf keinen Fall. Komm, roll du mal. Ach, dann nicht. Ein sehr interessantes Spiel, muss ich ja sagen. Es hat irgendwas. Und es hat jetzt schon was mit Rätsel zu tun. Aber wo das hin muss, das ist die... Ah, guck einer an. Das muss da unten hin, weil das klein genug ist, um durchzupassen, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Oh, nein, 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 nein. Ah, bleib hier. So, und du... Jetzt aber erstmal gucken. Nee, der Stein passt auch nicht. Okay, das war richtig, was ich gemacht habe. Das ist ja cool. Sonst bin ich nie so gut in Rätselspielen, aber das gerade eben war ja nicht schlecht. Von mir, von meiner Seite aus. Okay, wir gehen immer tiefer. Okay, was ist das? Ah, ich verstehe. Ein Rhythmusrätsel, nicht Rhythmus, sondern ein Merkrätsel. So schwer ist das denn nun auch nicht. Let me durch. Ah, wir müssen drei machen. Ah, ich sehe es gerade an der Leuchte unten. Grün, gelb, blau, grün. Grün, gelb, blau, grün. Das ist nicht so schwer. Aber coole Idee. Finde ich doch sehr interessant, das Spiel. Es hat was, was andere Rätselspiele nicht haben. Und zwar, dass man permanent fliegen kann. Das kenne ich auch noch von keinem anderen Rätselspiel. So, jetzt wird's, ich sag jetzt mal, schwer. Blau, grün, gelb, grün, blau. Rot kam gar nicht dran, das ist ja doof. Ey. Blau. Rot kam echt nicht dran, das ist ein bisschen schade. Na, 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 komm's mal her. Jawohl, jetzt habe ich es geschafft, oder? Okay, hätte ja sein können, dass jetzt noch was kommt mit Rot. Was ist das denn? Hui! Okay, anscheinend nichts. Oh, 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 nehme ich mit, nehme ich mit. Komm mit. Was auch immer du bist, du kommst jetzt mit. Ach, das macht nur Licht, oder was? Also da unten ging es weiter, hier geht es auch weiter. Ah, guckt mal. Man kann echt nicht weiter, wenn man... Ah, okay, interessant. Okay, gut, dann warte mal kurz hier. Komm, rein da. Los. Los. Ich kann nicht hier runter. Okay, es hat also geklappt. Was auch immer geklappt hat.
Ah, vielleicht soll das hier nach unten einfach und ich komme jetzt hier irgendwie zurück. Und dann kommt das wieder, das Ding. Okay, hier sind Steine. Also Metallblöcke. Hey! Wie frech ist das denn? Okay, es geht nicht auf. Schade. Oh! Oh, das sieht kompliziert aus. Okay. Ich brauche also Materialien, und zwar viele Materialien. Okay, Moment. Das bringt gar nichts, das ist nicht mal schwer genug. Ha, das ist doof. Aber das sind die einzigen Dinger, die man benutzen kann. Warte mal, muss man daran klopfen irgendwie? Nö. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Ah, Moment mal, der ist unwichtig hier. Ne, Moment, der ist wichtig hier. Pass mal auf. Pass mal auf. Warte mal. Ich baue jetzt mal hier so ein kleines Türmchen. Ah. Okay, es klappt nicht. Es klappt immer noch nicht. Doch, es klappt. Okay, es klappt doch nicht. Hä? Okay, ich verstehe es nicht. Oh, ups. Gut. Aber ich mache jetzt mal hier, ich gehe mal zurück ins Menü. Hat er sowieso gespeichert, von daher. Oh, ich muss hier kurz strecken. Ah, das war das letzte Testvideo. Für immer, wahrscheinlich. Enjoys sind natürlich trotzdem da. Ich habe es ja schon von Anfang an gesagt am ersten Part hier im letzten Testvideo. Aber natürlich auch, falls wieder neue Spiele November kommen und Dezember, Januar nächstes Jahr, die könnte ich auch alle in Let's Enjoyen am Sonntag. Immer. Aber halt nicht mehr testen. So. Ich finde das Spiel, so jetzt mein kleines Fazit, ich finde das Spiel sehr, sehr cool. Es ist eine sehr lustige Idee. Es hat was mit Rätsel zu tun, aber auch mit ein bisschen Erkunden halt. Also man muss erkunden, um die Rätsel zu lösen. Es ist alles sehr, sehr offen. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich würde es trotzdem jetzt nicht weiter. Obwohl doch, ich würde es auch behalten. Auf meiner Festplatte. Bei Broken Age habe ich schon gelöscht. Super Meat Boy behalte ich sowieso. Werde ich auch irgendwann spielen. Wahrscheinlich off-cam. Das Spiel hier auch eher. Aber mal schauen. Wir haben ja noch ein paar Enjoy Games, von daher. Ja. Was ist das mit den Let's Tests hier im Oktober, die ganzen Let's Tests? Ich fand den Oktober recht in Ordnung. Also das Spiel ist gut, Super Meat Boy ist super und Broken Age ist eher schlecht. Für mich jetzt jedenfalls. Von daher ist es ein guter Monat. Ich finde es ein guter Monat, besser als letzten Monat, finde ich, meiner Meinung nach. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von der Let's Test-Reihe. Und freue mich auf November, was da alles kommen wird, ist der Wahnsinn. Ich freue mich riesig drauf. Ihr wisst das ja nun schon seit Juli oder August ungefähr. Ich glaube schon, ja. Also, werde ich euch damit nicht weiter nerven. Und wir sehen uns im nächsten Part von einem Let's Play, von einem Let's Battle oder sonstiges. Haut rein und ciao.